Ja, jetzt fange ich auch mal an. Hallo und herzlich willkommen zu einer Silvester-Session-Aufnahme. Ja, diese Session-Aufnahmen kommen immer später bei mir als sonst. Ich bin aktuell jetzt hier im Stream zur Zeitpunkt der Aufnahme hier mit Salvation Tenchi und Beat'em Up Master. Es werden 4 Spiele hier gezockt, jedenfalls geplant von mir, wo ich dabei bin. Ich weiß ja nicht, was die Jungs noch machen. Jedenfalls die Aufnahmen, wo ich dabei bin, bin ich dabei. So, wir fangen hier natürlich mit dem besten Kampfspiel aller Zeiten an. Ja, ich sag das ganz bewusst. Ne? Beat'em Up Master. Für mich gehört es einer zu den besten. Ah. Vielleicht unter den 10 besten. Was? Ich dachte Top 5. Was ist los hier? Also unter King of Fighters ähnlichen Spielweisen ist das ein Premium-Spiel. Das ist ein Fatal Fury Spiel, ja, genau. Kein King of Fighters. Das muss man jetzt nochmal ganz, also da bin ich Nerd. Ja klar, die Spielweisen sind anders, aber King of Fighters haben ihre Kämpfer von verschiedenen Franchises. So, ich hab dich eingeladen. Ne, das ist ja tatsächlich der 9. Teil der Fatal Fury Reihe. Ja, das ja. Ja, und deswegen ist es ein Fatal Fury Spiel. Genau, es ist kein King of Fighters, aber ich wollte ja auch betonen für die Neulinge, falls welche kommen, dass King of Fighters die Kämpfer von alten Spielen rausgeholt haben und zusammengeführt haben. So, muss ich gleich anfangen, ne? Kannst du machen, wie du willst. So, einen kleinen Moment. Oh mein Gott, kann ich das noch? Ein bisschen schwierig. Ja, in diesem Spiel habe ich circa 3 Mains, aber ich werde nur ein zocken, weil es schon länger her ist. Also an sich habe ich nur einen festen Main, ne? Aber spielen tue ich mit vielen gern. Ah ja. So. Oh, habe ich am Ende jetzt top? Ja, ne? Muss man immer andersrum denken. Ja, stimmt, muss man andersrum denken. Ja, eigentlich so wie es auch in Endgame ist, musst du das auch so einstellen, musst du dir das so vorstellen. Ne, alles nichts. Ah. Bandito Burenga, willkommen, Jumpy Hodano. Hey, servus, John Q. Schön, dass du schon noch hier jetzt bist. Das war blöd. Schön in die Rippen. Standard. Oh Mann, ich bin echt ungelenkt mit dem Shit. Ich werde mal komplett gewesen. Ach komm, jawoll, Fehler. Sehr schön. Bin ich weg? Noch nicht. Ach komm! Weg an, okay. Wir wechseln die 2 Kämpfe ab, ne? Okay? Muss immer noch erwähnen, bester Terry Bogard. Bester. Terry Bogard. Ja. Reiß die Bühne ein. Ja, und das erste Spiel ist am Laufen. Garou, Mark of the Wolves. Und die nächsten werden Virtua Fighter 5, Ultimate Showdown, Street Fighter 6, DNF Duel und Guilty Gear Strive. Natürlich etwas später, so je nach stündlich oder so, machen wir. Und Action, los geht's. Ah, Mist. Ah, da greift er sofort? Scheiße. Die Reichweite geht dann ja. Ach, das war blöd. Ah, da muss ich mich einfühlen. Oh, ja, ja, ja. Was? Sackgrenze!
Oh! Der hat sich was gehabt. Der ist schon das Game schon entschieden. Joel! Scheiße. Oh, daneben? Oh, das war nichts. Okay, 2:0 für mich. Woo! Ja, gut gespielt. So, jetzt kommt Salvation Digi Performance. Oh oh. Mit DK. Ja. Ja. Ja, das habe ich jetzt aber auch nicht verstanden. Was ist denn da jetzt los? Keine Ahnung. PS4 vielleicht? Keine Ahnung. Was hast du denn da gemacht? Du bist rausgegangen. Warum das? Ach, er ist rausgegangen. Ach so, okay. Ach, Mann. Ja, warte, dann mach. Warte, dann mache ich eine neue auf und dann lade ich euch ein. Gut. Dann gucke ich unter Feind Match, oder? Nee, warte, ich gebe dir eine Invitation. Der wird jetzt eingeladen. Ach so. Und dann geht das schon. So. Und dann muss ich hier auf. Ja, zurück. Kannst du ja machen, das ist ja mein Profil. Da kann es nicht gespielt werden. Gut. Beigetreten. Das bin ich. So. Und auf X machst du ready. Achso, gut. Nicht Kreis oder sowas. Nicht Kreis, das ist kein japanisches Spiel. Doch, eigentlich schon, ja. Es ist schon, aber es ist kein PlayStation. Es ist Arcade und Arcade ist immer das erste und nicht das. Ich hab X gedrückt, die falsche Kleidung, naja. J-Hun, okay. Das ist mein Main, ja. Wieso haben wir denselben Main? Das ist doch nicht. Nein, geht doch nicht. Ich dachte, das wäre hier. Kushnut. Ja, Kushnut auch. Nur komme ich hier mit Kim Jae-hoon besser klar. K Jae-hoon. Und ein Sub wäre zum Beispiel Rock Howard. Obwohl er böse ist? Gar nicht mehr. Kanbei! Kanbei! Mann. Specials durchbrochen. Jawohl. Weg, treten die Scheiße. Ja, ja. Beautiful. Victory. Immer zwei. Ah, zweimal. Gut. So, und jetzt auf Viereck wählt man den aus. Schlag, ja. Oh, komm ich mit dem noch klar? Ich dachte, den spielst du.
Ja, also. Ja, das auch nicht gibt. Den habe ich das nicht. Das ist dein Hikespot hier oder den Hikespot? Na, den habe ich jetzt nicht geübt. Auch Vibrio, ne? 1-1. Aber das wäre mein zweiter Main. Entweder mein zweiter Main oder erster Sub, je nachdem. Da ist nicht mehr Bart, der heißt Marco, Leute. Ja, Rodriguez. Marco Rodriguez. Dann steht der andere Name auch nicht richtig mehr, ne? Da haben die sich Mühe gemacht, ne? Broken! Hopp, hopp, da ist es, okay. Ah. Ah, schon wieder der Schiss. Ich komme nicht raus. Ach man. Jo, geht ab. Vollpower. Der Joker. Kroken. Oh, voll getroffen. Der war cool. Ah, 1-1. Ja, wie Grappler, der geht ja auch mit dem Brett los. Stimmt, ja. Kann aber fast sein, dass man das was geklaut hat. Ja. Yeah. Ah, Grappler bewirbt aber die Black Society da. Oder sowas. Also ich habe geschaut, was er so redet, auch wenn er gewinnt. Da war es nicht so schlimm, was er gesagt hat. Sehr kämpferische Normalsprache, ne? Ja, genau. Ist noch akzeptabel. Na du Staubsauger, was meinst du damit, Champion? Stimmt was nicht mit dem Ton? Weiß ich nicht. Taekwondo, Leute. Die sind doch hin. DK, du Staubsauger, okay? Weiß nicht warum. Ich weiß warum. Also, okay. Wenn du es weißt, dann. Ist ja alles gebombt hier. Der Joker. Oder auch nichts. So, Fuß muss ich machen. Du bist special, ne? Ah, okay, hat's geschafft. Woohoo! Oh yeah. Da ist er. Selbst wir hier haben ist das sehr akkurat gemacht hier. Wir haben hier, also. Richtig gute Performance. Also aufgebaut. Schön gemütlich gemacht. Ja, Arcade-Lichter. Janet? Ja. Ach du. Man kann sagen. Oh, das war nichts. Muss ich eigentlich schon lesen in der Zwischenzeit. Und so kann man zum Beispiel die Schüsse reduzieren, halt, ne? Perfekt. Thank you.
Das ist sicher, okay. Verdammt. Ja, ich habe ja abgebrochen. Ja, vorhin beim Sparring hatte ich gegen Wind auch Probleme. Aber danach ging's. Wenn man reinkommt. Oh, das war nicht so gut. Man muss auch ein bisschen besser reinkommen. Oh. Boah, voll gelesen. Gelesen. Voll gelesen. Richtig gelesen. Ich lebe schon bei dem DK daheim. Ich lebe schon daheim. Ich bin gerade hochgesprungen. Ich wollte das eigentlich gar nicht. Muss mich aber auch echt reinspielen. Oh Mann. Ja, da Prime Game, was los? Wie Prime Game? Mein Prime Game ist es nicht. Ich mag es. Ich bin noch nicht gut drin. Es ist ein Prime Game, das ist unter den drei drittbesten für dich oder ist es das beste Kampfspiel für dich? Ist es, ja. Ja. Siehst du, ist es also Prime. Aufhalten und dann weg mit ihm. Dass YouTube deinen Namen übersehen, warum? Hast du dich nicht eingetragen? Doch. Da bin ich mir angefangen. Oder John Kyo zu überlesen. Und jetzt erst bemerkt. Ach man, ey. Übersetzt. Was meinst du damit? Übersetzt? Nicht übersehen. Ach so. Übersetzt. Ach komm. Da war ein Fehler. Ach man. Nicht übersehen. Ach, ich bin schlecht. Oh. Maßregel? What? Ah, toll. Auf Koreanisch Master Eagle steht das. Das ist dein Name. Was bieten ab heißt auf Koreanisch Eagle oder was? Keine Ahnung. Ah, ja, das du ist hast so klein. Ich hab zusammengeschrieben. Das kann man falsch verstehen als Computer. Achso. Ja, aber es besser ausschaut zusammengeschrieben. Ja, klar. Und zwar bin ich hier wohl. Aber voll daneben. Die Menschen wissen ja, was du meinst. Nur die Computer nicht unbedingt. Jawohl, da wäre man dann gewesen. Tatsächlich gewonnen. Oh, das wäre so schön gewesen. 1-1, oder? Ja, ne? Boah. Okay, noch eine. Nochmal mit dir. Jawohl. Jetzt muss man's wissen. Ah, kacke. Ja, die K ist ja schon ein alter Hase in dem Spiel. Nee, nicht so. Oh, ich wäre gewusst, dass das irgendwie keine gute Idee wäre. Ja, vielleicht nehme ich meine anderen Mains auch später. Ach komm, ich habe abgebrochen. Spaß ist halber. Diesmal konnte ich nicht abbrechen. Warum auch immer, falsch gedrückt. Na, zu viel. Wird Schaden, krieg ich. Das war gut. Jo, kann er. Oh, oh. Jo, Fehler! Falscher Move. Also nichts.
Oh, sehr schön. Ah, oh, das habe ich nicht mehr geschafft. Ah, der hat nichts gemacht. Da war Blapper Kohl. Mr. Kohl ist der Ersatz. Jetzt findest du irgendwie mich. Das hätte aus Street Fighter 6, dass man nichts mehr macht. Und abwartet. Ja. Ah, nicht ganz gekriegt. Eieiei. Nein, ich bin weg. Ah. Ja, hilf dir. Helfen, ne? Ja, hilf dir. So. Wieder Jae-Hoon, oh Mann. Wie geil ich mach's? Ui, Schaden. Aber dafür ist dann doch weg, ne? Das ist ja ein Nachteil, wenn man auf so viel wenig Leben spielt hat, ne? Profis machen tatsächlich das nicht. Die machen tatsächlich ganz am Schluss, ne? Einen großen Wagen aber, ne? Ich verstehe es nicht. Manchmal verstehe ich es nicht, aber egal. Das kontert, okay. Oh, du hast auch gekontert. Oh. Double Cross Up. Stimmt, hier gelten die Special nichts, außer vielleicht der Starke. Are you okay? Bust the world! Yes, oh. Ja, dann nehme ich mal die Farbe. Ja, klar. Joe Cahen. Spiegelmatch. Ah, die kann man gedrückt halten. Ja, kannst du die Angriffe ablocken, ne? Außer unten. Muss man auch ein bisschen sagen, dass das nicht unmittelbar ist. So, Feuer und Flamme. Zeit verschätzt. Naja. Ach, das fängt auf? Okay. Lustig.
Das habe ich nicht verstanden. Ich habe leichten Fuß gehauen. Ja, ich auch. Wieso okay. Ging's vorbei? Wahrscheinlich Swift-Panisch, ne? Das kapiere ich nicht, aber gut. Schlecht gespielt. Einfach schlecht gespielt. Meine Fresse, ey. Ich fass es nicht. Eins, eins. Da frage ich mich manchmal echt, wieso komme ich nicht gegen sowas klar? Nehme ich mal die Farbe. Grün steht mir auch. Die Senffarbe. Mir ändert sich auch die Haarfarbe. Naja, braune Haare passt ja auch. Schau ich ein bisschen aus wie Kim. Kaffern. Kapier ich nicht. Kapier ich nicht! Ah! Poking. Nee. Ich kapier nicht, warum ich da nicht wegkomme. Ach so, okay. Oh, aufgehalten. Ja, das muss ich mir merken. Die Specials gelten hier nicht viel. Außer die Stärken. Jetzt kommen wir auf welche. Da. Die starken Specials, die gelten wahrscheinlich was, ne? Das habe ich auch wieder nicht verstanden. Ja, du warst also auch nicht weiter. Normalerweise das Combo. Ja, wenn der nah genug dran ist, ja. Oh. Und ein Dritter. Das verstehe ich nicht. Wir sind bei beiden, aber man bleibt hart. Ja. Ich kapier's so, nicht. Zwinger. Ich kapier's nicht. Sag welchen der GS hier? Ja, Siegelschokolade. Da gibt's diesmal Milka Tender. Siegelschokolade. Mmh. Viel Spaß. Mmh. Oh. So weich, so weich, so ultra weich. Naja, war schon was du das. Der scheiß schon wieder. Mein Bruder liebt die auch, ich weiß. Der sagt, die ist so stark wie ein Gegner. Ja, die ist krass. Der hat einfach zu viel. Aber ja. Ich mag sie. Ich habe das ja vorhin 1:1 getestet. Ja, Fehler! Die ist einfach immer im Plus. Ah, gar nichts. Und wieder das typische, ey. Ah, wieder das Special. Das ist Level 1, aber es ist ein Konter, wie du siehst, ne? Das ist so. Das hat zum Beispiel die anderen nicht so viel. Und krass ist, ihr Anti-Air ist besser als Kims Anti-Air. Hä? Das habe ich null verstanden. Aber raus aus der Ecke. Nicht bekommen. Nicht bekommen. Schon wieder, ey.
das Maskottchen hier in diesem Spiel irgendwie. Sagen die, braucht mehr Power. Weg mit deinem Gegner. Ja, kein kann nichts. Kein kann nichts. Genau. Ah, das ist geil. Ja, weg mit dir. Gut. Dass sie mich noch auffangen kann. Hä? Na klar, ich hab einen Nachteil. Alter! Ich hab einen Nachteil, ach Mann. Ja, schon die Technik. Hä? Joke, Jack. Julius sagt Tension Kicks. Ah, bin ich unsicher. Ja, das ist ein Special. Das ist ja keine Wrecker-Kombo, das ist ja ein Special. Final Round. Ah, da kannst du operieren, okay. Pariert und weg! Ein Traum! Das mit der Ecke habe ich. Willkommen zu ihm. Das mit der Ecke habe ich nicht verstanden, aber ja. Oh. Das mit Servus der Ecke. Servus Yamato! Rudi kommt auch, okay. Servus Rudi! So. Das mit der Ecke habe ich echt. So, zwei Menschen, die JB im Haus. Und die Mama Star und die Kay. Diesmal nehme ich doch mal andere. Genau. Man kann leider nicht hier anzeigen, dass es gerade Salvation Tenchi oder Bina Master gerade spielt, also sagen wir das immer an. Immer zwei Runden, ne? Habe ich zwar vorher nicht geübt, aber. Oder Fight to Two. Ja, genau. Was das soll's. Grüße an alle, auch Grüße dann zu DK. Okay, alles klar, ja, dann ist gut. Okay, denn Kien Chibiu Kick hat nicht geklappt. Aber ist sicher, komischerweise. Ballert! Und Verlier. Ich versteh's selbst nicht. Wie Dragon Ball Key Explosion. Ja. Hä? Und Schröken, da kannst du nachsetzen. Wie kann ich nachsetzen? Geht das? Ja, klar. Mach ich kannst du nachsetzen. Wusste ich gar nicht. Kannst du sogar, wenn er Boden ist, kannst du auch nachsetzen. Echt? Ja, weil bei Essen Frame, ja. Oh. Ich hau ja immer am Boden mit Hartschlag und der Flash das alles zurück. Warum komme ich nicht ran? Was ist das für eine dumme Scheiße? Weg. Ich verstehe es nicht. Imperial Tiger Bakatz. Ich komme bei ihm nicht wann. Egal oder was. Oder Imperial Tiger Blast, ne? Ja, Tiger Blast. Nicht Tiger Bakatz. Ja Koho heißt das. Koho. Okay, der läuft. Dann probiere ich mal, ob der auch läuft. Der ist hier nicht so stark. Das ist egal, ist trotzdem eins meiner Mains oder Submains. Ich verstehe nur nicht, warum ich zu dir nicht rankomme, obwohl ich Schläge mache, die eigentlich treffen müssten. Okay. Das funktioniert schon mal. Das war so. Eisentacke. Der ist ein Hybridfighter, also halb. Da waren die Counter. Sehr schön. Da weiß ich Bescheid.
ich habe eins besser rausgefunden. Mit leicht. Oh. Ja, stimmt, der hat also eine der wenigen auch Level 2. So, Full Power Special, ne? Deadly Wave, ne? Weißt du, wie es geht, ne? Also, das nutzt. So wie immer. Das nutze ich aber nicht. Weil es mir zu unsicher ist, spiele ich nie Deadly Wave. Das ist auch nicht so einfach. Ich nutze nur sichere Moves. Racing Storm, Udantia und Technik von Terry. Ah, das habe ich, genau. Burning Knuckle. Ja, als Special. Alter. Kapier ich nicht. Da. Wieso kommt der nicht raus? Come back. Kapier ich nicht. Ich mach sichere Sachen, aber nö. Zu langsam, geil. Wusste ich gar nicht, dass er auch zu langsam ist. Ja, hab schon rausgefunden, wo die Tricks sind. Dann ist wieder Beat'em Master. Hm? Ach, der. Kevin. Einmal die Sage, das ist die geilste Animation. Ja. Was? Ach komm. Uiuiui. Ist mir egal, sagt er. Uiuiui. Yep. Da ist er glücklich. Da ist er glücklich. Ja, da ist er glücklich. Da ist er der J-Hund, da ist er glücklich. Da gut, ihr wollt's nicht anders. Hä? Ihr wollt's nicht, ich dachte, der kommt bei. Nö. Ja, der wäre auch nicht. Der habe ich auch die Gedanken gehabt, aber. Nö. Man muss halt ein bisschen ballern. Du kannst ja nichts mehr anderes, ne? Mann, ah, nicht perfekt, okay. Da lacht sie auch. Nicht so gut. Nee. Oh! Ist er durchgekommen tatsächlich? Das Special hat eine tote Zone. Jawohl! Das verstehe ich nicht. Das habe ich nicht verstanden. Normalerweise hätte ich dich treffen sollen. Okay. Okay, seien wir fair, okay? Ist sie da sicher? Seien wir doch mal fair. Okay. Freeman, lass uns befreien. Das gefällt dich gleich. ist der geil?
Nee, das ist eigentlich. Ich sage immer, das ist der Sohn von Iori. Achso, ja. Iori und vielleicht X-Men. Wolverine. Nein, ich meine Iori von King of Fighters. Ja, meine ich ja, Iori. Achso, Iori. War knapp. Jawohl, weg mit der. Ah, dieser dumme Counter-Stop. Aber greif weg. Alter, das ist sehr befriedigend. Aua, jetzt muss ich was machen. Dann nix. Oh. Ja, in der Ecke bearbeitet. Das ist nicht so geil. Du warst so hoffen. Oh, das ist schwer. Oh! Okay. Das ist schon schwer gegen Kim. Das ist auch kompletter Nahkämpfer. So. ATK gegen mich wieder gewonnen. Okay, letzter, sein, ne? Letzter Fight, bevor wir Game wechseln. Genau. Das war ein schöner Highlight von mir aus. Jetzt kommen erstmal Salvation und Denji mit seinem Highlight. Naja, nee, das will ich nicht nochmal. Ich mag nicht so gerne Mirror Matches. Auf los geht's los. Bin ich zu langsam. Ah. Standard. Der Kick ist einfach geil. Der hat gesessen. Ah, Mann, ich bin so langsam. Oh, nicht getroffen. Nicht im richtigen Moment. Naja. Noch ein? Oder nicht? Darauf gibt's eine Mandarine. Ham. Ja. Sehr schön. Nigashmas. Ups, a dead zone. Ja.
Oh, ich schaff den Special nicht so schnell. Mann, ist das Shit. Ich kapier's nicht. Bam! Rein damit! Jo, 1-1, oder? 2-1. Hm. Oh, Entscheidung gebracht, ne? Oder? War das 1-1? 2-0, oder? Oder 2-1? Weiß nicht. Hey. Letzte Runde habt ihr ja wer gewonnen, letztes Mal? Ich? Dann zweite Saison. Oh, 2-0. Gut, das war's dann, ne? Achso, okay. So, okay, bleibt Leute. Aber noch dran, Leute. Wir machen weiter mit, was war's? Willenfaller, ne? Willenfaller, ja. Leider muss ich den Stream neu starten, weil genau. Ich pro Spiel mehrere Spiele machen kann, müssen die mal auf plötzlich mal ändern. Genau, danach bleibt dran. Jetzt geht das Video aus und es kommt ein neues Video mit Virtua Fighter Action. Beste Action, bestes Video. Ja, wir wechseln das Spiel. Bis gleich. Bis gleich. So, meine Damen und Herren, so das ist das Session Nummer 2 Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown. Spielst du mit Akiba oder spielst du jemand anderen? Ah! Ich spiele jemand anders. Da musst du Menü und Spielermenü und dann Charakter wechseln. Was ist Menü? Welcher Knopf? Dreieck? Dreieck, ja. Da musst du Spielermenü und dann musst du Einstellung Akiba Charakter. Lobby einstellen? Nee. Nee, Spielermenü. Ja. Ach, aktiver Charakter. Ah, okay. Aber ich bleib heute bei Pi, weil Aileen kann ich nur so aus der. So schnell auf der Schnelle nicht mehr. So. Bereit? Okay. Oh, Aoi. Ja, ist mein Main in dem Spiel. Ich habe ein bisschen was gegen Aikido. Mein anderer Main wäre Shun Di, der Drunken Boxer, aber den spiele ich erstmal nicht mehr. Vielleicht später, mal gucken. So, einmal genug. Ah ja. Oder? Was hast du denn? Ich habe kein Glas. Ich kann dir den Rest, wenn du dir voll schenkst. Ja, gut. Alles klar, dann wollen wir mal schauen. Das wird besser, aber ruhig. Ja, hier kein Eis mehr. Ich trinke auch erstmal etwas. Also, du hast es lieber im Kühlschrank, weil es sonst warm wird. Ja. Jetzt trinkst du erstmal was, ne? Ja, genau. Dann kannst du ja losgehen. Jo. Ja, gleich mal. Ich muss erstmal selbst mit der Steuerung klarkommen, deswegen. Achso. Ja. Also, wir haben die Arcade-Steuerung, das heißt nur drei Knöpfe. X ist blocken. Ja, nee, das weiß ich. Ich komme da rein wie Fahrradfahren, aber ich muss. Gefühl. Das Spielgefühl. Wir haben Viereck als Hand und Dreieck als Fuß, also so wie Arcade das Original wäre, finden wir so cool. Ich weiß, aber ich muss trotzdem ein bisschen vom Spielgefühl. Ach so, da ist Blocken, ne? Ja. Ja. Na. Blocken und Hand ist dann packen. Und wie war das nochmal? Packen nach hinten? Nee. 1-2er Counter. Hand und nach. Das. Hand und Fuß? Ja, und zurück. Ah, Hand und Fuß gleichzeitig zurück ist Counter. Jo, das ist schon. Wir kommen alle drei streamen. Jetzt gibt's nur Action. Ach ja, hier muss man ja blocken. Ah, das ist blöd.
So, dann stoße ich an. Prost. Prost. Ja, wegschieben. Jo, B-Zuschauer, willkommen mal ins Stream. Da muss ich aber, wie gesagt, das Spielgefühl. Puh. Ja, ist mir wieder reinkommen. Hi, hier Rudi, Prost, jawohl. Eigentlich Prost. Ist es okay, super. Wenn er sagt Prost, dann muss ich auch machen. Eigentlich, ja. Kampai, Prost. Eigentlich ist es wie Fahrradfahren, aber. Da man das so lange nicht gespielt hat. Ja, genau. Man kommt dann wieder rein. Es sind ja nur 3 Knöpfe. Das ist trotzdem schwer. Ja, ich finde sogar den ersten Teil nicht so einfach. Was meinst du, warum ich Aileen nicht anfasse? Für Aileen brauche ich Übungen. Obwohl muss ich, glaube ich, 2 Stunden mit der verbringen im Training. Ja, das ist schon sehr komplex. Aber in dem Moment schaffst du es ja noch mit dabei. Dabei, ja. Die spiele ich ja auch schon eine gewisse Zeit. Seit dem Teil 4, oder? Spielst du die? Weil die anderen kennst du ja gar nicht, oder? Die anderen, die außer den zweiten Teil, ne? Kannst du noch. Der Zweier, ja. Ach, ich war mal echt besser, aber. Getroffen und dann? Verstehe ich nicht ganz, aber gut. Ich vergesse das Blocken. Das geht nuts. Wirkt so schon. Willkommen alle für den Stream. Ihr verpasst hier gar nichts. Achso, ihr kann auch unten packen, wenn ihr am Boden ist, ne? Ah, okay, stimmt ja. Ich weiß aber auch. Schon immer konnte ich das. Zeit Teil 3. Also dieses, immer. Ich müsste wissen, wie man greift, weil du blockst zu viel. Das ist, glaube ich, der erste Charakter in einem Kampfspiel, wo der Gegner greifen kann, während er am Boden ist, ne? Nee. Armor King kann das schon immer. Wer? Armor King. Nee. Doch, der könnte die hochheben. Du konntest die hochheben, das ist ein Griff. Das kann er schon immer. Seinen ersten Teil? Seit zweiten, Mann. Seinen zweiten? Armor King Assassin 2. Nee, gibt auch den ersten Teil. Ja, aber da kann er es noch nicht. Mit 2 kann er es erst. Ja, stark im ersten Teil, Mensch. Ich bin in mindestens Platz 3, ne? Weil der kann so wie. Kannst du wie Hayashi kämpfen und der hat starke Griffs. Das ist schon ziemlich crazy. Ach, du warst gedrückt, da hätte ich was anderes machen müssen. Kann ich mal hochheben? Oh, das ist Kunst. Ja, bist wahrscheinlich wieder
Nicht so. No, geht schon. Nee. Da geht's im Burgen, derzeit sind schon Tag dafür. Ja, ich spiele erstmal Fair Play hier. Wieso, also? Ah, nirgendwo ist Kung Fu so schön. Hier bei Pai. Ah, es sind noch immer ein paar mehr hier drin. Habt ihr nicht privat eingestellt? Oh, ich. Na, ja, Martin. Dann erstelle ich eins. Sieger bleibt. Gewinn bei den Minimum. Ja, hast du vergessen, privat umzustellen. So, nee, ich hab 8 private Plätze. Aber ich habe insgesamt 12 gemacht. Ich hätte 8 von 8 machen müssen, ne? Alles, ja? Alles. Ja, okay. Beim nächsten Mal weiß ich Bescheid. Ja. Ist ja klar, wenn da irgendwas frei ist, wo die normalen Leute reinkommen. So, bin ich ja in der Reihe, oder? Ja. Ja, ich lade euch ein, ne? Und dazu gibt es echte Nürnberger Lebkuchen. Yum. Sie echte? Hm. Aha, ja, kann sein. Jetzt wieder an sich. Ha, Nachricht. Hä, wieso bin ich nicht dabei? Keine Nachricht gekriegt. Egal. Dann hat's auch Leute. Privat. Hä, warum bist du nicht da? Das verstehe ich auch nicht. Natürlich dich allein haben von aus. Das geht's. Timing nehmen müsste. Hä? Kannst du nicht? Wir müssen mal schauen, wie das geht's. Anstelle, dass er Spiele machen, ne? Wir sind nur ganz unten an. Ach so. Ja, jetzt hab ich's. Oh, da erscheint jemand. Ja, das bin ich. So, ich bin jetzt. Also. Einmal drücken, ne? Hm. Ah, da hat sich geschrieben, toll, dass ihr das gemacht habt. Ja, kein Problem. Yeah. Ich geht so. Mhm. Oh, willkommen. Ich will doch ein Glas für Cola. Winner von der 5 Ultimate Shotgun, jawohl. Yeah. Ready, go. Ich hätte es Roundhouse machen sollen. Ah, oh. Da wärst du nicht entkommen. Na gut, man reagiert auf den Moment, Leute. Ich hab unten geblockt. Ach komm.
Nee, du warst im Schlag. Da war ja kein Schlag. Ah, kam ich sehr schlecht raus. Also. Das okay, ruhig langsam. Bleiben, ruhig bleiben bei diesem Spiel. Sonst kannst du gar nichts machen hier. Ready, go. Hab ich gesehen. Ach, der Scheiß wieder. Ja, du hörst einen Arcade-Stick. Natürlich, soll man auch hören. Das soll ein bisschen arcadig hier sein, wenn ich bin darf. Provider. Ja, mit dem Spiel auch ab und zu mal. Fuckgate aber, ne? Leider funktioniert das noch immer nicht so richtig mit Wiederfighter 4. Hm, schon wieder da? Normalerweise habe ich immer einen Wechsel. Tja, weiß ich auch nicht. Round 1. Ready? Go. Mach mal kurz Pause. Oder so. Ja. Round 2. Ready? Go. Oh, da war er offen. Ah, das war zu früh. Hä? Hey? Ach ja, ich muss blocken. Ich vergesse mal, dass ich blocken muss. Ah, das Greifen, das muss ich wieder lernen. Und schon wieder mit dem. Das sehe ich schon, diese Kunst, ne? Ah. Ah, wieder nichts. So. Ich bin zu langsam geworden, ich merke schon. Ah. Ready? Nee, mir fehlen da gewisse Techniken. Oh, der hat es geschafft. Ja, mir fehlt die Feinheit hier. Das ist Dummheit. Oh. Das hat nicht so richtig, das hat so richtig gewifft bei mir. Oh. Der geht auch seitlich ganz schön gut. Nee. Bestrafung! Bestrafung! Bin zu langsam! Und mir fehlen Techniken. Aber so wie das Content sieht aus, als wäre es eine Bestrafung. So. Wir wechseln wieder. Ja. Ora. So, welchen denn G nicht? Speedermasse ist jetzt im Style drin. So, die G-Arme drücken. Ich wechsle mal die Klamotten da. Achso, wechsel das, okay. Ja, was? Wechsel es auch. Was? Ich hab meinen Pai auch umgekleidet. So, wenn es geht, dann geht's. Hm? Ja, hab ich auch gemacht. Wieso ist immer dieselbe Arena? Ich habe doch eigentlich immer einen Wechsel. Tja. Ja, hier kann man die Umkleidung nicht sehen. Deswegen nehme ich erstmal die Kleidung. Ja,
Round one. Los geht's. Ready, los. Go! Oh, bei den Teilen hat man so Mitte kontern. Der ist halt viel abgezogen. Greift man da nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Na, wurde auch bewegt. Locken und Hand. Round two. Ready, go! So war das, okay. Okay, wieder 5 Leute. Wir kommen mal 5 in den Stream. Da warst du von der kann man schon mal sagen. Ah, ich vergesse immer das Blocken hier, Mann. Ey. Ja, man muss oft blocken, aber nicht so oft. Deswegen. Ich guck mal gleich, ob ich das mit der Arena noch mal wechseln kann, weil da kommt immer dieselbe jetzt, warum auch immer. Theoretisch, wovon habe ich ja schon bei, ich meine, Aoi, als Saftkarte. Das ist schon etwas länger passiert, aber würde ich gerne machen, ja? Als Saftkarte, ne? Ja. Und zwar welchen Dungeon, der gerade hier spielen ist, tut ja auch gerne spielen, ne? Aber ich finde, die ist schwer zu spielen. Bei einem Dreier kann ich die irgendwie gut spielen, ich weiß auch nicht warum. Das hat genetzt. Fußball. Mach das alles mit, okay. Das war schon zweimal. Uiuiui. So, Moment, ich guck mal, ob ich da jetzt. Ja. Andere Stage. Ich denke mal, ich probiere die auch mal aus. Aha. Doch, neu auswählen, genau. Immer neu auswählen, mein Freund. Ja. Okay, jetzt aber. Ja, jetzt kommt der andere. Siehst du. Like gedrückt, vielen Dank, Provider. Jetzt ist Beatmap Master. Ja. Mit euch. Ja, nichts, welchen Tenji? Ich, der Master. Mal schauen, ob ich den noch kann. Bei ihr ist sie schon ziemlich anders als in all den anderen Spielen. Das zählt auch für Akira. Das ist schon das zweite Update oder dritte für das Spiel. Dritte oder vierte schon. Zweite ist ja
Der ist er, ne? Siehst du das Ganze, Konrad? Das kann auch nicht Akira, ne? Ja. Arm gebrochen. Viele fänden das unfair, die ne? Die kann alles, Konrad. Die kann alles, Konrad. Yes, das ist Submission halt, ne? Geht voll auf Submission. Aufgeben. Begriffe. Hm, geht ja auch normal Konter. Ja, kann mich totgreifen, ja. Ach, genau. Hamburg und jetzt kann er nicht mehr spielen. Ja, Spaß beiseite. Die hauen es einfach aus, wenn es sein muss. Mann, mir fehlen gewisse Techniken und so irgendwie. Oh, der hätte ich Medium machen müssen. Da oben diesmal. Was passiert von? Oh, interessant. Das kann sich separieren. Aha. Haha, er lacht jemand. Ah. Ich kann nicht schnell aufstehen. Keine Ahnung warum. Ja, also, wenn du auf den Boden aufkommst, die drei Knöpfe drücken. Ja, trotzdem reagiert das nicht immer. Das ist nicht so präzise. Doch, eigentlich schon. Vielleicht muss man das wie ein Perfect Parry kurz davor machen. Vielleicht ist das schwerer. Oh, und der kann mich auch von unten greifen. Ach, das ist doch. Ah! Er hat sich den Arm brechen lassen. Schnell aufstehen geht gar nichts. Ja, geht da nicht, ja. Okay, er ist das tatsächlich für DK. Huh. Peitschan, ne? Maschine. 1 von 4. Mein Gott, vergeht die Zeit. So, Dross anstoßen. Ah ja. Okay. Auch eine schöne Arena. Peitschan peitscht. Jono Senka. Yeah. Oder peitscht, nicht peitscht. Ja, wie willst du da schnell aufstehen? Das verstehe ich nicht. Genau, Prost. Tschüss. Ah, sehr gut. Round 2. Ready, go! Oh, diese ja, diese blöden Antäuschungen, die habe ich immer gehasst bei ihr. Hä? Konter! Oh, ich hasse Konter. Kann kontern, Leute. Ja, ist Aikido. Nee. So, Aikido-Jutsu, da ist Aikido auch mit drin. Aikido-Jutsu. Ah, oben muss ich machen. Also manchmal schwer einzuschätzen. Ja. Nochmal! Wieso kann ich nicht aufstehen? Ich kapiere es manchmal nicht. Das ist immer so die Frage, die ich stelle.
Vielleicht die drei Knöpfe mit Richtungstasten oben oder unten zum Rollen. Ah! Oh Mann! Ja, Hans. Das wär's. Deine Hand. Deine Hand. Du kommst auf wie eine Flunder. Am Boden keine Reaktion, ne? Du hast ja zwei Runden gemacht, oder? DK. Ja, was? Genau, was? Na, was? Trotzdem Siegelschokolade. Wolltest du länger oder was? Siegelschokolade. Ein billigerer Schokolade, mein ich. Oh. Ja, das macht mal Spaß. So, auch mal Klamotten noch mal gewechselt. Mal gucken, was war das denn? Was war denn ihr Alternativ? War eigentlich, Alternativ war eigentlich aus, glaube ich, als 1 und 2. Also beziehungsweise. Hier komme ich. Ach so, das ist ihr Alternativ, aber aus 5. Okay. Ah, so. Oh, daneben. Wieder mal, so wohnst du in der Nähe? Keine Ahnung, wo wohnst du? Diese. Achso, wohnst du in der Nähe des Sage? Als ob ich ein Killer wäre. Ja, interessante Kombos. Das ist ihr Alternativ aus 5. In 4 hat sie noch den von 1 bis 3, ne? Stimmt. Aber nur in 4, glaube ich. Ich glaube, in 4 Evo hat sie schon das. Oder was anderes, ich weiß es nicht mehr. Das ist schon lange her. Viel zu lange. Bin gespannt, ob die Speicher noch da sind, die alten. Soweit ich weiß, leben die noch. Ah, der Speicher von Lau ist schon alt, ne? Ja klar. Der war schon damals alt. Aber ich glaube, der ist noch da. Weil, ne? Soweit ich weiß, ne? Fußballkick! Round 2! Ready, go! Ja, ist gut. Wie viele Kombos kann die denn? Kung Fu, Alter! Ja, so gut bin ich mit der noch nicht.
Es sind noch nicht alle Techniken, die ich kann. Ja. Die kann noch mehr. Was meinst du denn? Ich sehe dich nicht in den Saal. Was meinst du denn damit? Profiler FB? Und hier mit Aileen kann ich noch mehr, aber dann müsste ich üben. Dann müsste ich üben, echt. Achso, machst du noch was anderes? Ich wechsle nur Klamotten. Achso. Das darf man doch wohl. Der ganze Schrank dabei, Leute. Ich sah dieses Stage, wo die Leute stehen. So. Also, endlich mal die Arena mit Pferden. Ah, es gibt Pferden. Pferde. Ü-Hotz, Leute. Und Schrafe. Was? Ja. Was ich nicht mehr kann, das, was ich echt vergessen habe, ist, wie man mit den Wänden spielt. Das. Ah, der Dragon Kick. Aua. Ja, jetzt machst du mich schon fertig. Ah. Ah. Leute, ihr seid cool. Genauso, grüße Rudi. Ah. FB sagt nicht so cool wie Yamato Taicho, nur ein Scherz. Ja, lol. Das war gut. Nee, das hätte ich sehen müssen. Mann. Das ist nicht so schnell. Oh, jetzt. Schafft schon, Leute. Boah, was geht da ab, ey? Wir sind doch nicht beim Wrestling, oder? Das ist voll Wrestling-Moves hier. Nur kommt an, Leute. Wow. Das ist gut. Das dämmert IQ auf die höchste Stufe, Leute. Aber von Feinsten. So muss man spielen. Aber es ist ein bisschen schwer, so zu spielen. Wenn ich wüsste, wie ich das umgehen kann, ja. Aber jetzt so auf die Schnelle, nein. Packen? Packtricks? Ja. Und Professor sagt, nein. Ich mag Kontakt. Wie ich da umgehen kann, dass er definitiv getroffen wird, dass ich weiß, okay, er packt da, dann muss ich da treffen. Aber so schnell reinkommen. Neben Smash Bros. Gerne Content-Charakter, sagt Professor FB. Ja, kannst du ja machen. Ah, nicht geschafft. Hä? Und Fußball, jawohl! Ach ja, es gab diese Schläge noch, ja. Jawohl! Hab ich! Boah, ein perfektes Spiel von Beat'em'up machst du diesmal. Aufstehen geht gar nichts. Sowas hat die Welt nicht gesehen. Dass mein Virtual Fighter fast nichts machen kann. Oh, was war das für ein Wurf? Kennt ihr gar nicht. Oh, da hat er mich. Das war während der Konterstellung kannst du dich bewegen auch. Echt? Ja, das ist ohne Kampftechnik und so, ne? Kannst auch. Ah. So, kannst du, ne? Ah, cool. So, oh, gute Kombos von DK. Oh. Hä? Deine Füße? Nicht meine. Ja, DK nutzt kein Safe Ball. Ach, Fehler! Ich wusste doch, dass er angreift. Dann kann ich doch nicht klappen. Oh, das war dumm. Round 4. Ready, go! Sehr gut ausgewichen. Ja, lass mich. 1-1, ja. Oder? Ja, in die Ecke gedrängt.
Ja, hat er einen kleinen bisschen geändert, als normal zu kämpfen. Ja, ist auch gut. With Punish. With Punish, genau. War es zu weit weg, um zu packen. Ja. Okay, abseits. Ja, da wollen wir wieder planschen, oder? Jawohl, planschen. Hä? Warte, der Fuß ist kein... Das ist keine Hitbox? Das ist sowas von geil. Wo ist meine Badesachen? Da muss ich schon ausziehen. Scherz, Leute. Ah, ich weiß nicht immer, ist was die abgeholzt? Ich habe auch einen Griff unten, aber... Ah, ich muss meine Kombos wieder können. Oh, ich Kombos muss, von DK. Muss meine Kombos auch besser wieder können. Das? Ein hoher? Oh, trifft mich? Ja, aufstehen, hallo. Ja, hier ist safe voll wichtig. Und wieder greift er unten. Ach man. Ruhig bleiben, ruhig bleiben. Hm. Round 4. Ready, go! Hm. Ach, oh nee. Ich muss mich doch konzentrieren. Und Bein gebrochen. Ach, Mann. Ah, schade. Wäre schön gewesen, so einen Sieg. Jawohl! Das war Schönheit, Alter! Ja! Richtig cool. Wie viel ist es? Na gut, gegen einen schönen Angriff, wenn die Karte raus sind. Sag ich nur, ich nur bewege uns Punch, ne? Ja, kurze Pause. Oder beziehungsweise also, wir wechseln das Spiel. Okay, machen wir kurze Pause. From the bottom and I'll never look back. Look at all my haters, y'all making a mess. Street Fighter 6. Naja, komm da schon. So, meine Damen und Herren, wir sind hier wieder auf der Straße. Da, dort, wo der Kampf am meisten schmerzt. Im Fighting Game of the Year. Im Trainingsraum erstmal. Ah ja, ich bin lang. Wow. Grimassen, Leute. Puh. Ah, in der Karibik. Bei DJ, ja. Auf Jamaika. Erstmal umspielen. Maximum Bar steht da. Das gibt Maximum Impact. Mm. Ja, wieder dein Griff. Ah, sehr gut. Kann ich auch. Aber, ja, dein Scheißgriff. Ja, es gibt DJ in Street Fighter 6. Das gibt's. Den ja. Gibt's. Ja. DJ gibt's. Der ist sogar ziemlich einer der besten Charaktere. Hm, ich würde nicht sagen. Er ist der ziemliche Allrounder. Ja, genau. Die Profis sagen, er kann eigentlich alles, was man so braucht. Und der Macher von Street Fighter 6 findet den besonders cool. Einer der beiden, oh, ja. Das ist Kunst, Leute. Kunst, einfach nur. Einer der beiden, ja. Ja, ein Macher fandet ja Blanka cool. Ein anderer Macher fand den DJ cool. Deswegen haben die den DJ ganz schön krass ausgestattet.
muss die Matchup-Erfahrung besser machen. Schon wieder Strike. Matto. Da hätte ich warten sollen. Da warst du auch, hm? Da hätte ich warten sollen, okay. Aber da bin ich auch ein bisschen zu schnell. Da treffe ich dich nicht. Sehr gut. Ah, das muss ich brechen können. Guter Crosser. Ah, so gut. Geht ums Ganze. Ah, ich hab gedrückt, aber. Ach, ich hab gedrückt, aber. Ach komm! Okay, Ansatz! Ich muss mehr buffen. Hab ich ja vor. Da bist du buff. Ah ja, die schöne Musik, Leute. Genießt euch. Was mit dieser Lady in einem Kampfturnier. Okay, ich ein Stäbchen. Ja, das ist ein Button, ne? Oder? Also ganz früher bei den Turtles war Casey auch mit einem Hockeyschläger und Minen unterwegs. Das geht schon. Ja. Und anstatt von Minen gibt's hier Wind. Tschüss. Casey Jones, genau. Ja. Bei Turtles Tournament Fighter. Ah, oh, und. Kurz konzentrieren, ich habe noch einen kleinen Schatz. Was? Das ist doch Blödsinn. Ja, Risiko. Ich habe vergessen, da kommt doch was. Wer viel wagt, gewinnt. Oft. Dich kurz. Da hat die Kay gut mitgedacht. Was? Come on, das ist so Blödsinn. Nee, das ist Street Fighter. Na gut, bist du dran. Ja. Das war ein bisschen komisch zu spielen. Was gibt's denn? Ah, was haben die da zu lauern? Warte. Ah, da habe ich Gold. Ich will mal auch zumindest meine Klamotten wechseln.
Wir wollen ja hier was bieten. Hier. So, einmal Chillklamotten, Baby. Was ist das denn? Wir wollen was bieten und jemanden bieten. Na los, komm mal. Und das mit Beat'em Up, Master. Okay, mal gucken. Heute bin ich auch viel fitter als gestern. Gestern war ich auch kaputt, ey. Ich sag doch, meine Techniken funktionieren gegen dich, aber da muss ich fit sein, ey. Street Fighter 6 ist echt hart. Das ist echt hart. Wenn du da nicht konzentriert bist, dann machst du echt blöde Sachen. Ja. Yeah, beat 'em up. Zeig Yamato. Ja. Bist wieder dabei? Sehr schön. Okay, let's fucking go. Get ready to rumble. Okay, gegen Ryu weiß ich, wie ich angehen soll, aber das Problem ist, dass ich weiß, wie ich das umdenken muss. Also soll sie doch Hockey spielen? Ah, Yamato hat er gemacht hier. Ah ja. Angefeuert den Yamato. Yamato. Wo er nur Zuschauer ist. Aber warum nichts? Man kann es so als selber finden. Oh, total falscher Move. So spiele ich doch gar nicht. Muss mich erstmal dran wieder gewöhnen. Ja. Wake up Special. Ah, der, ja, der ist er sicher. Ja, das war lustig. Okay. Ah, da kann ich nicht greifen. Wusste ich auch nicht, dass es sowas geht. Ah, Mann, du machst viel zu oft den Scheiß. Und ich vergesse zu brechen. Warum komme ich da nicht ran mit Light Punch? Das ist sehr verwerflich. Der Ecke. Ich bin zu langsam, ich bin zu blöd für den Scheiß. Volle Möse. Achso, das kann ich nicht aufhalten. War das die Ex? Ja, ne? Jo. Ja, das war Ex. Ah, okay. Der Schuss, Mann. Dann war das zu langsam. Ey, kann ich mitmachen? Muss mal fragen. Ein Chaconet zu Hadouken, war das? Also, komm. Ich meine, er kann mitmachen, oder? Umso mehr, umso besser, oder? Ja. Der Flug des Jahrhunderts. Er macht schon wieder. Ey, du machst das nur. Du machst das nur mal. Ich mach das dann, wenn es angebracht ist. Nee, wenn ich merke, du counterst das immer, dann mache ich was Neues. Nee. Das ist erstmal nur Strategie ist das. Nee, du machst das sehr oft. Und ich reagiere ja, nicht drauf. Angedacht, wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Wenn nicht, dann nicht. Nee, du machst das nur. Du machst es nur. Mach's dann, wenn's passt. Nee. Oh, jetzt habe ich nicht reagiert. Eieiei. Die leichten Tritte gemacht hat, wenn man dich blocken kann. Oh, schlecht reagiert. Ja.
Im Staffelzug gegen den Ziel von der Hauptstadt schneller gewonnen. Ah ja. Das ist aber kein Schlafanzug, oder? Doch, kann man sagen. Ah, okay. Boom! Fuß in die Fresse. Das ist ein Schild, das ist ja, das ist für zu Hause so ein, ja, Ganzkörper-Schlafanzug. Ja. Oh, das war schlecht. Ja, was permanent ist, ne? Na, da kam ich nicht raus. Ist der Tatsu Shinku schlechter. Ja. Ich war sowieso im Vorteil, weil du halt warst Blackout und egal ob du geblockt hättest oder nicht, hattest du etwas abgezogen bekommen. Hm. Ja, du kommst ja auch von oben und dann triffst du nicht die Füße, sondern den Kopf. Das ist das Problem. Hm. Sehr gut. Richtig gut gespielt jetzt. Provisagen macht nie zuerst den Bonusangriff. Ja, manche poken damit. Nee, eigentlich musst du abwarten, bis das einer macht. Wenn man das gut einsetzen kann, aber eigentlich. Wenn man es unerwartet einsetzen kann, dann ja, sonst nicht. Raphael will auch mitspielen. Ah, sehr schön. Schon mal einladen, oder? Können wir. Ja, machen wir auch. Das ist unser Kollege. Muss ich. Das ist gar nicht schön, doch. So. Immer doch an der Charakter, oder? Ah ja, ich mal schauen, ob ich die noch kann. Obwohl, komm. Was? Wie viel ist das? Können wir mal schon noch? Ah ja. Die okay. Alte? Ja. Mal schauen, ob ich die noch kann. Die Orki. Gifty. Ja. Die schöne Gifty. Wie können wir einen Charakter noch kranker machen? Aki. Hm. Ja. Ich meine, mal schon was mit den anderen Leuten dann. Juri ist ja sowieso nicht mehr so durchgetrieben wie früher. Nee, nicht für sowieso. Das übernimmt jetzt Aki. Nee. Schwieder. Aki ist psychopathisch. Und psychedelisch. Was? Das habe ich nicht verstanden. Tja. Ja, perfekt gegen mich. Richtig. Okay, das ist das. Auch.
Quatsch. Jawohl. Ich hab was gemacht, okay. Die Drogen? Oh, keine Energie! Oh, das ist gespielt, Leute. Das war's von gespielt. Servus, Raphael. Jetzt auch im Salon. Im Saloon. Fehler. Ah, ich bin gerade abgelenkt, Mann, ey. Das ist nervig. Jo, gewonnen! Flash! Ja, ich bin aber auch abgelenkt. Ich muss kurz raus. Okay, mach mal gegen Raven. Ah, da können wir gleich den Nachbarn links an. So, das hauen wir mal zu. Na, wo ist denn der denn? Da. So, perfekt. Zero ist eingeladen in die Chatparty. Sprachchat. Hast du das gemacht, ne? Jawohl. Ah, oh, zu langsam. Ja, sorry Leute, da war ich kurz abgelenkt, musste ich kurz jemanden die Tür aufmachen. Aber trotzdem, Aki ist interessant designt. Für einen neuen Charakter, so Schlangentechnik in Street Fighter haben wir nicht gesehen. Ja, Schlangen-Kung-Fu. Ah, sonst hat's eigentlich nur keinen mit Dolon gehabt. Ja. Und in Shaolin. Nee, Vanessa in DOA. Hallo? Was? Vanessa, der DOA. Das ist auch Schlangenstil. Ja? Achso, ja, stimmt's. Ja. Und dann noch eine. Und dann noch dieser Franzose aus Witcher Fighter. Ah nee, das ist Mantis. Nee, Entschuldigung. Ja, Wilfall hat keinen Schlangenstil, nicht dass ich. Nee, das ist ja Mantis, was der Franzose macht. Na gut. Und Affe. So heißt der Müll für ihn. Oder schon 20 Minuten? Nee. Hahaha!
geht so weiter irgendwie. Was geht ab? Ja, das kann so funktionieren auch einfach, ne? So. Oh, sorry. Oh. Hab ich gesehen. Gewesen. No! Der Konter und der Comeback. Okay. Das ist der Sieg. Ich hab's vermasselt, Leute. Das wäre eigentlich der Sieg gewesen, der eine letzten Angriff. Der ist daneben gegangen. Ja. Oh. Ja, Raphael, wir machen einmal abwechselnd mit Salvation Tenji. 2 Factor 2, oder? Nimm. Was meinst du? So, ist wieder 2 Version Digi drin. Und dabei. Und los geht's. Negashmas. Jo, Prost, Leute. Prost. Oh, Sumimasen? Falscher Trick rausgekommen. Oh, zu kurz? Der war kurz. Oh, hat nicht gereicht. Wake up special. Oh ja, sehr schnelle Füße hier. Uiuiui, was ist denn da los? Raphael ist ziemlich gut mit ihnen, das weiß ich. Ja, ich bin ja noch nicht ganz eingespielt. Muss man. Ich bin ja noch in den anderen Spielsystemen. Der anderen das, was er macht hier, das ist schon crazy. Mein aufgeladenes soll schwächer sein, das gibt's nicht. Ja, Luke ist scheinbar stärker als man denkt. Wake up, DP. Anti-Erben.
hast du gesagt? Ist ja, kein, ja. Ist ja kein DP. Gute Reaktion. Ah, schon zwei Sonne. Ah ja, ja. Bist du schon eingespielt? Würde ich nicht so sagen. Okay. Oh, kannst du ruhig noch eine machen. Beziehungsweise lassen wir mal wieder die Kälte ran. Ja, genau. Ups, zu lang gehalten. Oh, oh okay, da bin ich wieder. Ah, wir sehen wieder da, okay. Naja, wieso ihr beide kämpft? Dann ist doch alles gut. Uiuiui. Ja, ne? Jana. Ganz schöne Reichweite. Ich schneck's. War ja kein Perfect Parry, deswegen hat er noch Vorteile hier. Ja, das habe ich auch gesehen, wie Savage und Tejita sind wir uns einig. Tatsu ist da nicht so gut hier. Jetzt aber. Oh ja, mein Tatsu haut voll rein hier. Ja. Der mittlere, ja, ja. Oh, der hast du noch geschaffen, gell? Ja, aber ich hab nicht reagiert. Okay, jetzt. Du musst noch an deinen Kombos arbeiten, Tenchi. Er ist nicht reingesprungen. Er ist nicht in meine EX reingesprungen. Oh. Ja, besser kommen wir zu den aber essentiellen. Ja, erst bevor ich mit Kombos anfange, muss ich erst. Lass mal die Kevin spielen. Muss ich erstmal die Fuzzis und Gameplay checken nochmal. Erstmal reinkommen. Nehme ich auch mal Video, aber warum nichts. Aber erstmal, lass mal DK spielen. Genau. Spectator! Spectated! Ich gegen Luke, das ist so eine Sache. Luke Skywalker. Ja. Ich glaube, der hat einen Namen. Der hat einen vollen Namen auch. Ja, übrigens, die Charaktere von Alexander haben auch vollen Namen. Sein Nachname heißt, ich bin dein Vater. Ja, aber man weiß seit 20 Jahren nicht, wie der Hisoka von Alexander sein Vorname ist. Und jetzt wissen wir es. Ja, Luke Hades. Okay. Der hat relativ deutschen Namen, finde ich. Hisoka. Ja. Ist komisch. Lukas. Christlich-biblische Namen. Es kommt aber nicht so oft vor. Naja, immer öfter. Selten, aber geil. Und geil ist geil. Ja. Geil ist geil. Ja, gegen Justin Wong hat's geschafft. Ja. Ich bin manchmal für Raphael bin ich noch zu langsam. Was das heißt, geht.
Ja, ich schätze mal, alle Spieler spielen sich noch ein bisschen ein. Bis man so richtig drin ist, dauert das. Das war richtig gut von Luke. Und ausgenockt. Hey, was hampelst du da rum? Bam! Nee, diesmal war der. Ach Mann! Oh, das ist schnell. Oh Mann, da bin ich nicht aufgefallen. Ja, Luke ist gefährlich. Der schießt den Vogel ab. Eieiei. Auch den Kanarienvogel. Ja. Ja, dann macht er das mit dem Griff, ja. Und wieder Griff, ja, ja. Hm. Oh, das war gekonnt alles. Oh, der hat aber auch mal sein Kombo. Oh ja. Aber auf jeden Fall mal jetzt. Aber kein Punish. Der Hitze des Gefechts. Oh. Das war nicht ziemlich optimal. Ja, aber interessanter Punish. Das muss man auch erstmal hinkriegen, sowas. Ist nicht einfach. Hm? Das soll schnell drücken halt, ne? Vor allem. Ja, und die richtigen Knöpfe drin. Ja. Ah! Aber nicht den zweiten, den dritten. Wispen benutzen, das wäre besser gewesen. Hitze des Gefechts. Ja, ohne Lade sein, das sind die Zukunft, Leute. Na gut, sehr Wallpack alles, ne? Ja. Dann fährt der sehr ein paar Sekunden erst später alles. Genau, da rollt alles zurück. Naja, ich bewege mich falsch. Ich bewege mich so falsch. Da wäre es ein Uppercut gut. Ja. Und auch. Ja. Ja, Level 1, ja. Ah. Ah, ja, klar. Batsch. Der hat gesessen. Was? Das ist immer ein Dribbling, Alter. Wake up. Freestyle. Oh, da hätte ich ihn. Basketball. Ah, Mediabatch, oh, sehr interessant. Was? Ja, Dealbox. Die verschwindet nicht so leicht hier. Verstehe ich nicht ganz, aber gut. Hm? Oh. Zuerst gut reagiert, aber zu lange gehalten. Das ist mir auch passiert.
Da kommst du auch nicht so aber schnell raus. Aber was mit so einem Impact hier, was da abgeht hier? Ja, da geht die Post ab. Perfect Parry! Da kann ich nix. Da kann... Oh Mann. Und ich hab... Ach, ich reagiere blöd. Ich reagiere einfach zu blöd. Ganz ruhig noch einmal. Ja. Zum Reinkommen, ne? Gegen Raphael, da fehlt mir so ein bisschen noch die Ruhe. Naja, du, mit jedem Mal stellst du dich auf ihn ein. Nicht unbedingt. Ich kenne das Matchup nicht. Ja, passt doch. Juhu! Dann gibt's der Startschuss der Rakete ab. So, aber wir sind jetzt bei dem Typen. Ach man, er steht nur rum und ballert. Ah! Gott! Und uppercuttet. Na klar. Hä? Na klar. So, aber nach dem Kampf können wir dann wieder spielen, ne? Jo. Jo. Ich weiß nicht, was da jetzt los war, aber okay. Also wieder Time-Up hier. Dann gehen wir langsam zum Finale. Wow! Ja! Da die Reichweite, ich kenne sie nicht. Ja, perfekt. Nee. Kombos. Woo! So. Er will nochmal. Was nochmal? Oh. Wenn wir damit die Zeit haben für uns, dann. Das war gut. Jetzt. Ah. Uiuiui. Beinbuster. Ich krieg's nicht raus, Mann. Das war fies. Okay. Gefällt mir. Aber trotzdem. Ihr wollt ja. Ich nehme auch Mario. Müssen wir da noch nicht wechseln? Hallo? Ja, machen wir halt Training. Oh, wir sind noch drauf an.
So. Last Round, ja, das ist die letzte und beste Version. Das einzige Problem ist, du kannst Mai nicht mehr holen. Aus irgendwelchen dummen Gründen. Und Mai ist da wirklich die beste dort. Seit langem. Und die ist auch krass, Capcom vs. SNK nach dem Fundus. So wie mir Mai eigentlich gefällt auch. Ach, das ist ein Blödsinn. Ey! Was ey? Oh. Was ey? Ey! Ja, klar. Sehr schön. Der ist gut. Wow. Ach komm. Ey, bin ich, oder? Ja. Sowas von weg. Naja. Also nur für dich. Perfekt, super. Ja, der hat dich komplett in der Ecke gehabt. Alter, wow. Das Pressure mit dem. Mit dem M-Punch in der Air, wow. Hm, da hättest du doch machen können, was wir hier. Punish hat er verpasst. Was? Oh, geht nicht oh, mehr. Okay. Ja. Sehr interessant. Hm, da hätte er doch besser. Das ist fies, ja. Landesschockwelle. Natürlich. Nee. Du brauchst dafür kein EX, würde ich sagen. Normal würde reichen. Jetzt bist du ausgebrannt. Hm. Er hätte Stand-Upping können. Das reicht's. Ja klar. Also. Wieso? Das Combo. Ah ja, bist dran. So, aber so gelassen, weil Salvation Legi spielt auch früher. Beat'em up Master, das ist Combo alles mit Yuri. Was muss ich drücken? X? Du hast doch schon, ja? Achso. Dann geht's hier los. Okay. Ja, gold. Dann die letzten Fights. Okay. Letzte Fights. Die letzten. Bevor wir zu Guilty Gear wechseln. Kam nicht noch DNF-Duell dazwischen? Nee,
Nee, gnädiges Strike. Also, ist er würde gerne mal gesagt. Ja, stimmt. DNF könnt ihr ja danach machen, wenn ihr wollt. Okay. Ah ja, du warst auch derjenige, der es auch ballern will. Ich? Nee. Nein. Ich muss auch üben, wenn du mich merkst, du kannst nicht mehr. Du spielst auch zu viele Charaktere, beziehungsweise du spielst auch Lilly so oft. Du sollst ja auch ein Main haben hier. Street Fighter ist nicht einfach. Vor allem 6. Ich habe nicht gesagt, dass Rio mein Main ist. Ich spiele halt gerne. Ist das Spiel oder Spiel halt, ne? Ich finde trotzdem immer Ken noch besser. Ich habe irgendwie keinen Fokus, müssen die irgendwie hier. Oh, das Level 1 ist geil eingebaut. Ja. Das ist nicht deiner. Das ist vom Gegner. Du bist da. Nee, das dauert zu lang. So würde ich als Standing das macht Bio, machen. Oh, kannst du brechen? Mit dem Special, ne? Ja. Ja, gut, das kannst du brechen tatsächlich. Ja, ja, mit dem Special, ist klar. Die Feng Shui Engine. Und damit. Oh, der ist gerade durchgekommen. Das sind halt Rushdown-Charaktere. Nee, kannst gerade eben mehr. Ja, wenn du zu viel blockst und du kriegst auch weniger dein Drive Meter noch abgezogen. Du musst auch besser den Level 1 mal wieder einbauen. Na, ich verstehe auch nicht, warum der Anti-Air nicht fehlt, ja, der Anti-Air Hard Punch. Die Splits schnell wieder da. Ja. Ja. Juli war schon immer ja, schnell. So, war's das oder machen wir noch einen? Doch, machen wir schon. Okay, Zugabe praktisch. Dann müssen wir durch mit Güdiger. Let's rock. Warum war ich da jetzt minus? Weil er mehr Advantage hat. Genau, so der gerade runter hat. Nicht ganz getroffen. Der fliegt ja nach oben, ja. Aber interessant, mal ausprobieren. Der hätte ein bisschen warten sollen. Ja, er Grab. Ja. Ich grab so eine Grab-Lage. Ja, Xeon ist hier der Meister im Moment. Ja, das ist gute Sache. Gut. Das hätte ich sehen müssen. Das kannst du eigentlich nicht sehen. Die Leute, die haben hier viel zu viel drauf. Oh, na? Wie viel kann er? Nee, kann er nicht alles. Ja. Oh, ich wollte Perfect Parry machen. Ja, hat nichts gemacht. Ja. Und nee, kriegt er den? Daneben. Nein! Ja, hätte ich den anderen Special machen können, aber egal.
Wir machen Guilty Gear. Oh ja, wir haben schon 11, also Guilty Gear? Ja, jo. Muss rausgehen. Okay, Leute. Das wär's mit der Runde Street Fighter 6. Ja. Wir sehen uns in einer Minute zu Guilty Gear Let's Lock. Ja. Ciao, ciao. We already know the smell of the, know the smell of the, know the smell of the, know the smell of the game. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem letzten Spiel, Guilty Gear Strive für diese Session. Ja. Und John Keo, der Hunter, ist da und Beat'em Up Master, du bist ja echt mies, ne? Ich wollte vielleicht gegen John. Am Anfang? Achso. Da mach. Ja? Okay, let's go. Komm, John. Okay, wir sind ready. Ich auch. Ich habe schon mal Glubschi an, also können wir machen. Glubschi, Glubschi. Spectator. Spectators, Leute. Interessant auf Koreanisch. Ja. Ist der Name. Ja. Okay, Leute. Heaven or Hell. Ah, Raphael ist auch drin. Ah, jo. Okay. Na dann wollen wir mal. Achso, ja, mach ich. Dann soll man mal mit Chat, ja, Jean-Pierre mitzunehmen. Aber schon. Also, oh, Mann. Genau. Ja, es war klar, dass er mich fertig macht. Das war so klar! Wo sind wir? Ah ja. Das ist doch drin. Yeah! Irgendwas kann ich noch. Ja, Junker ist eingeladen. Sprachchat. Kann er doch nicht. Er spielt auf dem PC. Achso. Achso. Also kann theoretisch auf dem Handy machen. Wenn er. Stimmt. Kann. Ja, den PlayStation. Oh, Combo! Sehr interessant. Der ist wirklich auch grau, Leute. Ja, kannst ziemlich gut. Ich bin da viel zu lange raus, um darauf gut zu reagieren. Nein, ist ja nicht mal hierher. Ja, in dem Spiel fliege ich höchstens meine Schmetterlinge, mehr bringe ich auch nicht. Ich meine diese Beintechniken da, ne? Das ist. Die konnte ich auch mal besser, aber ja. Ach Mann, ey. Achso. Sehr interessant. Ja, man merkt, wer. Dass das ein Main Game ist. Ja. Fast perfekt.
Ja, früher konnte ich besser mithalten. Ah, das ist doch mies. Ja, ich weiß keinen Ausweg. Ich weiß keinen Ausweg. Ich meine, er wird auch gecoacht, ne? Da habe ich auch so, kaum bis gar eine Chance, aber eine Runde. Du willst mich an. Pepper, geht der los, guck. Wir sind. Es ist der Sprecher von Kazoye, Leute. Von Tekken 1. Tekken 1, 2 und Tekken Tournament. Ja, der ist der gleiche, ne? Sag ich doch. Der gleiche. Er ist ab 4. Boys wie Teil 2, ne? Ja, Leute, so sieht's aus, wenn man Guilty Gear nicht spielen kann. So wird's bei mir auch ausschauen. Softcakes. Früher gab's sie nicht, aber. Ganz früher gab's die solche nicht, aber. Er macht mich nur platt. Ich bin gar nichts mehr. Immer Orange mag ich nicht. Das haben wir nicht geschmissen. Brauche ich auch nicht mehr. Ach man. Kein Punish. Meine Fresse. Ja, so ja, rum. Ja, jetzt lässt er mich ein bisschen, damit ich nicht vollkommen lächerlich aussehe, ich weiß. Ja, ich kann gegen seine Angst. Ich bin nicht schnell genug. Ich bin nicht mehr schnell genug. Das ist das Problem. Das ist das Spiel. Was ist mit der Schnell? Schnell, alles schnell. Achso, da ist das Special Bar, ne? Ja. Und da ist. Das muss man mit der Eingabe eingeben. Ja. Und das ist dann die beiden oberen, ja. die mittleren Knöpfe. Ja, die mittleren, die zwei oberen. Ja. 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 Wenn du kennst du willst, die drei Knöpfe. Die WP drei Knöpfe kommen normal. Also hast du gar nicht geübt, ne? Ja, ein bisschen haben wir. Ja, aber das hat nicht gut. Wie heißt das? Ah, guck mal, der weiß zum Beispiel, wann auch sein Mieter aufgebaut ist. Ich zum Beispiel nicht mehr. Stimmt, man muss hier vielleicht den Mieter aufgebaut werden. Ja, so kriegst du Strafe, ne? Und man muss den Mieter rausknallen, weil danach ist der futsch. Tja. So schnell geht's. Let's rock. Jo, wir kommen zu ihm. Wieder Gunflame, wieder. Oder Vortex. Bandida. Driver, oder wie es heißt. Jokio weiß es perfekt. Alles. Er wird gecoacht, Leute. Ja, klassischer Match bei Gütige. Ist praktisch wie Ryu und Ken, wenn man so will. Ja. Ich komme nicht ran. Ich weiß. Ich hab das Gefühl nicht besser. Vor allen Dingen, er kennt mich ja jetzt aus mit dem Bild. Das ist ja. Was?
Ja. Das. Ja, der weiß, was er machen muss. Komm mal, Grab. Kannst nicht abwehren. Kannst wegspringen, ja. Ein bisschen schwer in dieser Situation. Drift. Schaden. Ah, Mann, ey! Gibt es da auch mit weißen und roten Schaden? Wie ihre weißen und roten Schaden? Weiße Schaden, wieder auf Lager. Rote, nee. Rote Schaden, ja. Nee, das ist DNF. Achso, ja. Mann! Ah, ja. Ja, einfach lächerlich. Ein Knopf für Anti-Air. Eine Lachnummer. Egal. So. So, welcher Satz? Machen wir, oder? Oder wer zuerst? Naja, wurscht. Gut, Raphael. Peppery Splash. Da ist mit Werbung hier gibt's ja. Meine Fresse. Wir schießen schon ab, Leute. Viel zu früh. Mankind knew that they cannot change society. So instead of reflecting on themselves, they blamed the beasts, heaven or hell. In deiner Hellzeit willst du dann überleben. Ich weiß. Es ist der Selbstsprecher, Mensch. Aber hier spricht er ihn sehr einzigartig, ne? Ja, klar. Ich meine, der spricht den Charakter schon seit über 20 Jahren. Ja, er hat eigentlich nur immer ihn gesprochen, ne? Seit 2000 oder so, ne? Wie lange ist Johnny dabei? Gültiger XX, glaube ich? Nur X. XX glaube ich auch dabei, oder? Ach, der ist schon bei X dabei, ja, dann. Ich glaube schon, ne? Slash. Let's rock. Und was für ein Schlager, ne? Ja, das ist krass. Aber Gültiges war schon das größte Erfolg, was sie jemals hatten, ne?
Ja. Über 3 Millionen. Ne? Haben schon über 3 Millionen verkauft, ja. Oh, so wie? Ja. Das ist jetzt bis zur Zeit mehr als Street Fighter 6 hat, ne? Street Fighter 6? Wissen wir nicht, wie viel zur Zeit. Ich glaube, die haben schon 1 oder 2 Millionen, ne? 2 Millionen haben die schon innerhalb eines Monats gehabt. Aha. Weil die werden eigentlich benachrichtigt, wenn wir mehr haben, ne? Also ja. Die haben noch nicht die 3 Millionen genannt. Aber es ist auch noch dieses Jahr schon drin. Ja, das Spiel ist erst ein halbes Jahr draußen. Lass mal wachsen, ne? Ja. Und Guilty Gear, das Ding, ich meine 3 Millionen, das ist mehr als alle Guilty Gear Spiele zusammen. Ja, Mainstream tauglich gemacht. Nee. Das ist nicht Mainstream tauglich. Überhaupt doch. Nicht. Doch, es ist nee. Schon. Es ist ein anderes Kampfsystem, ja. Ja, aber es ist mehr zu Mainstream, als was wir davor gemacht haben. Doch. Nee. Allein schon, wenn sie One-Hit-KO weggemacht haben. Ja, genau. Allein deswegen. Nee, und vor allem, weil das auch so wie ein richtiges Kampfspiel ist. Die Destruction kannst du auch nur machen, wenn du den Balken voll hast. Und der muss auch treffen. Das ist nicht einfach gewesen. Ja, und wenn du heute den Balken voll hast, dann gibt es nur ein Special, mehr nicht. Naja, Overdrive, Roman Cancel, das Spiel ist schwer. Also anfängerfreundlich, ja, das Spiel erklärt dir die Grundprinzipien vom Spiel, aber mehr auch nicht. Du brauchst schon Leute, die dir mehr erzählen. Antreten lassen, ist alles. Nee, du musst schon mit Leuten sprechen, um viel besser, wie gesagt, besser zu werden im Spiel. Weil das Spiel sagt dir ja nicht alles. Da gab's schon... Was meinst du da, ne? Es gibt ein Tutorial und Trials, das ist schon viel. Nee, die Missions musst du spielen, damit du besser wirst. Das erklärt dir die Grundprinzipien vom Spiel. Ah ja. Was, das hat dir dein Bruder nicht erzählt? Weiß, wie du die Charaktere spielen sollst. Das gibt's schon, ne? Ja, das gibt's. Du hast auch Missionen mit deinen Charakteren, ja, die du spielen willst. Ja. Hör zu schon, was ist los? Lass sie jetzt rocken. Aber Guilty Gear ist schwer. Ja, ist schon schwierig. Mainstream. Aber einfach als gültige. Sie haben es gestreamlined. Aber mehr nicht. Guilty Gear ist auch kein schweres Spiel. Im generell. Gibt es jetzt zu Street Fighter doch? Nein. Nee. Wenn du ein Kampfspiel gespielt hast, dann kommst du ja gut rein. Das Problem ist nur die Möglichkeiten. Naja, also ich kam in King of Fighters gut, rein Street Fighter, aber in Guilty Gear und solchen Sachen kam ich nicht so gut und schnell rein. Naja. Es gibt Punch, es gibt Slash, es gibt Heavy Slash und Kick und das. Das war's. Bandito Revolver. 5 Buttons. Und dann, let's go. Ja gut, bei Street Fighter gibt es 6 Buttons. Ja, aber das ist schwieriger. Das ist echt. Street Fighter ist schwieriger. Nö, also ist eigentlich egal, welchen Button du nimmst von den Hand. Das macht immer die gleichen Moves. Da kommst du nicht durcheinander. Nee, und bei das macht GTG nicht die gleichen musst Moves. Du jeden Move dir merken, war der Move jetzt links mit dem Button, war der Move jetzt rechts mit dem Button, das muss man sich merken. Das ist also schwer. Vergleich zu den anderen GTG Gears ist das richtig einfach gemacht. Nee. Weil da geht es richtig ab. Bei den anderen GTGs, da hast du noch viel mehr Sachen. Ist das ja Spiel hier gar nicht. Das Spiel ist genauso schwer wie die anderen. Nein, genauso nicht, ne. Da hast du gefühlt 10-mal so viel. Nur die Air-Kombos, ja. Nur alles? Die haben auch mehr Specials und so. Nee. Doch? Nein. Also ich kann mit der May hier nicht drehen, ich kann mit dem May nicht Command Grab machen. Den Anker drehen. Das hat ja alles in die anderen Spielen. Ja, aber es ist auch ein anderes Kampfsystem. Ja, die hätten sie auch hier anpassen können und die ganzen Moves
hier reinbringen können, haben die aber nicht gemacht. Das ist ganz was Neues. Naja, sie wollten was Neues machen, genau. Ja, siehst. Das kannst du ja gar nicht vergleichen mit den anderen Spielen. Ja, aber es ist nicht gestreamlined. Das Spiel ist überhaupt nicht einfach. Nein. Ja, wenn wir alles spielen, wir dann natürlich. Aber du, das Spiel, ja, also, bis du deinen Charakter so, gemeistert hast, vergiss es. Vergiss es. Doch, das ist mainstream-mäßig. Vergiss es, dass du deinen Charakter überhaupt kannst. Ich kann gerade mal 30%. Kai kann noch viel mehr. Na gut, das komplett also machen, das ist ja was ganz was anderes. Als dass du das überhaupt spielen kannst, meine ich ja, ne? Na, das ist klar, wie, Mainstream. Wie gesagt, weil kann man eben nicht jeden verlangen, dass man auf so ein hohes Niveau ja, normal spielen muss. Aber die Diskrepanz. Das funktioniert nicht. Ich sag mal so, die Diskrepanz hier zwischen einem Neuling und einem erfahrenen Spieler, die ist gleichgestellt. Also die, ja, da wirst du gleich merken, wer kann was und wer kann nichts. Deswegen, also gültige Strife ist nicht einfacher. Da muss man sich schon mit beschäftigen. Definitiv. Und Street Fighter 6 auch. Auf jeden Fall. Ja. Das einfachste Kampfspiel, was wir haben, ist Grand Blue Fantasy Versus. Wieso? Ja. Das ist einfach überwiegend One Button in Richtungen und Specials. Ja, das ist genauso wie. Ist wie ein Handyspiel. Fantasy Strike und DNF. Nein, Fantasy Strike, hau ab mit dem Scheiß. Das hat nichts mit Fantasy Strike. Und DNF ist anders. Also DNF fällt mir leichter als gültige. Ja. Ja, DNF ist trotzdem. Aber die ganzen Kombos zu können, das ist dann schwieriger. Mit naja. Strike, mit nicht mit Gregor. Naja, nicht. Ist A-Tick. Ist A-Tick. Ja, die richtigen Kombos sind. Die bleiben ja ihren Prinzipien treu, ja. Du hast ja verschiedene Situationen, wo du die Kombos machen könntest. Weil, ja, das ist einfach nur Muscle Memory, ja. Fertig. Wie gesagt, Bloody War, Marvel vs. Capcom 3, auch Tatsunoko vs. Capcom, die haben, da kommst du sehr viel leichter rein, als in jedem anderen Kampfspiel. Aber es ist trotzdem tief. Das ist typisch Hating. Das machen die ja seit Jahren. Aber wenn du mir sagst, Guilty Gear ist Strife ist einfach hart. Vergiss es. Nein. Du siehst doch, ich habe über ein paar Monate oder Jahre Strife nicht gespielt. Ich krieg hier mega auf die Fresse. Schau mal, also, hoch, wie hoch sie ist. Du spielst gegen Leute, die sind auf die zweithöchste Liga, die es gibt auf der warte, Welt. Warte. Ich konnte gut gegen dich haushalten. Ich konnte gut gegen John haushalten. Also bitte. Ja, wir sind ja schon so hoch. Bei DNF, ja. Das kann ich zwischendurch spielen. Das ist richtig. Samurai Shodan zum Beispiel, das ist auch sehr übersichtlich. Das ist zum Beispiel auch nicht schwer, aber gültige Strife als einfacher zu finden, nee. Nein! Also dann finde ich die alten Guilty Gears viel verständlicher als Classic Fighting Games. Hier musst du ja wissen, was Roman Cancel ist. Wie, wo, wann, was trifft. Das muss man nicht in dem Spiel haben. Man kann es vielleicht auch umgehen und ohne spielen. Und du musst die Reaktion haben. Du musst die Ressourcen können und so weiter und so fort. Bei Guilty Gear, du musst abschätzen können, was für Range der Gegner hat. Unter anderem am Guilty und bei den alten Guilty Gears kannst du es quasi wie ein altes Kampfspiel noch spielen. Natürlich mit den Regeln von Arc System Works, aber trotzdem. Ja. Das hier, das ist etwas, was noch nie jemand gespielt hat. Das ist einzigartig, das Kampfspiel. Das gibt's nicht nochmal. Aber es fühlt sich Premium an. Ja, klar. Wir haben sehr lange dran gearbeitet. Ja. Wir sind auch ein großes Risiko gegangen halt, ne? Wegen der Fanbase. Ja.
Aber komm, ja. nach fast 25 Jahren kann man doch mal was Neues machen. Na klar. Und es ist schon längst machen sollen. Und das ist trotzdem hoch anspruchsvoll. Ne? Vor allen Dingen, sie waren auch die Ersten, die gezeigt haben, wie ein Netcode zu sein haben soll, heute. Quasi gesehen ist dieses Spiel eigentlich der Anfang der neuen goldenen Ära der Kampfspiele. King of Fighters 15 hat ja leider versagt. Leider. Wieso? Spielt keiner. Das Matchmaking. Ich schon. Ja, das Matchmaking. Das Matchmaking ist schlecht. Du bist besser geworden. Ja. Update. Sorry. Ja, sorry. Da war Samurai Show dann 10.000 Mal besser. Wo denn zum Beispiel? Im Design, im allgemein das ganze Spiel, Präsentation, Inhalt. Ja gut, King of Fighters sieht grafisch ein bisschen blass aus, ne? Das ist einfach gar nichts. Das ist viel zu wenig Geld, was sie da reingesteckt haben. Viel zu wenig. Wenn du alleine den Trailer von Fatal Fury City of the Wolves siehst, das sieht hochwertiger aus als King of Fighters 15. Ja, das ist schon... Ja gut, das ist auch kleiner, das Spiel, ne? Du... Nee. Nein. Doch? Das, nein. Das sind keine 50 Charaktere, das sind nur 20 oder 30. Trotzdem, das ist High Budget. Das ist der Unterschied. Ist egal, es ist trotzdem High Budget, wie King of Fighters. Doch. Die haben da Geld reingesteckt. Von Tekken Produzenten habe ich ja gehört, dass jeder Charakter kostet Geld und wenn King of Fighters 15 so viele Charaktere hat, dann war das schon viel Geld drin. Ja klar, aber ich verstehe trotzdem nicht, wie kann man ein Spiel heutzutage rausbringen und das wie mit nichts rausbringen, wie Street Fighter 5. Das so, könnte ich spielen oder das? Das ist falsch, ja. Du kannst nichts machen außer Arcade und ja, online spielen und das war's. Es ist wie ein Free-to-Play-Spiel, nur teuer. Und das fühlt sich nicht gut an. Ja, Hauptsache die Charaktere sind cool, ne? Ja, trotzdem kann ich in dem Spiel nichts machen. Kämpfen? Ja. Aber was kann ich offline machen? Nix. Kämpfen? Offline nix. Gegen Computer? Gegen ja. Freunde? Arcade. Das war's nur. Und die beim Fighting Game braucht man... Du kannst auch trainieren. Ja, also eigentlich braucht man im Fighting Game nur Offline-Fighten, Online-Fighten und mehr braucht's nicht. Nee, das Spiel, vor allem King of Fighters, damit es erfolgreicher wird, hätte ruhig ein Tutorial haben sollen, wie das funktioniert. Bestes Beispiel sind hier Guilty Gear, die Mortal Kombat-Spiele, Street Fighter, naja. Street Fighter erklärt sich auch. Street Fighter hat sich bemüht. Street Fighter erklärt sich auch ein bisschen spärlich. Aber die haben für Anfänger Tutorials. Mit 6 machen sie es besser, aber lange nicht so gut wie Mortal Kombat oder Guilty Gear. Das ist Vorzeige. Das ist vorzeigemäßig. Mortal Kombat zum Beispiel hat Tutorial für jeden Charakter und für die ganze Meta des gesamten Kampfsystems. Guilty Gear erklärt dir die Grundprinzipien des Spiels. Das macht kein Kampfspiel seit Virtua Fighter. Kein Kampfspiel. Nicht mal Tekken. Tekken lässt dich einfach eiskalt. Also außer Tekken 8 jetzt natürlich. Sie haben es auch endlich gemerkt. Weil die Leute vergessen haben, wie gesagt, wie bei SNK, einfach vergessen, dass die Leute für die Masse machen. Aber ja, wie gesagt, dann müssen sie noch lernen. Wie gesagt, Samurai Showdown ist deutlich das bessere Spiel. Und ich würde auch sagen, King of Fighters 14 ist das bessere Spiel von 15, weil die Steuerung ist einfach zu überladen. Oh, dann ist gemacht. Das ist, oh, Fehler von ihm. Tschüss. Das geht da. Oh, das ist ganz Leute. Wow.
Kampfspiele sollten schon so ein Paket sein, wie, bestes Beispiel, wie damals Tekken 4 zum Beispiel. Oder die alten Witcher Fighter Spiele. Ja. Ne? Oder so wie jetzt Street Fighter 6. Dass man das Gefühl hat, hier wird auch der Spieler bedient und nicht nur die Community oder die harte Szene. Ja, auf Konsole ist es ja auch kein Arcade-Game, wo man fies sein kann. Sondern ja, ja, davon müssen die ein bisschen weggehen. Davon müssen die ein bisschen weggehen. Sie können es ja beibehalten. Aber komm, das ist schwarz ins Wesen. Sie müssen ein bisschen mehr machen. Ja, mehr in die Benutzerfreundlichkeit. Na nee, mehr, dass du spürst, dass du auch als Spieler wahrgenommen wirst. Dass du Spaß hast an dem, dass du den Spaß auch in dem Spiel hast und nicht so, oh mein Gott, ich muss das lernen, sonst erreiche ich gar nichts. Soul Calibur 4 zum Beispiel hat das auch perfekt gemacht. Damals. Das vergisst nur jeder. Weil wir lange kein Soul Calibur mehr gutes Soul Calibur hatten. Also, okay, Soul Calibur 6 war gut, aber naja. Vom Inhalt her war das einfach nicht Soul Calibur würdig. Weil da hat man ja Geld gespart. Das ist einfach nur durch gewesen. Ah, ich hab's doch nicht gewusst. Und vor allen Dingen die fragwürdige Entscheidung, die ich bei King of Fighters 15 hatte, warum ist Kim nicht im Hauptroster? Das ist so die Frage, die ich mir je gehabt habe. Das ist nur Marketing, meine Fresse. Aber sowas macht man nicht. Blue Mary, okay, kann ich verstehen. Ja. Aber Kim Kapwan, der seit Fatal Fury 2 und immer bei jedem King of Fighters dabei war. Nee, habe ich nicht verstanden. Das ist glaube ich, heutzutage kein Argument mehr, weil in Tekken 8 ist der Hayashi nicht mal dabei, der immer dabei war. Ja. Der ist tot. Na und? Der kann wiederkommen. Ja, dann beim nächsten Tekken Tournament. Ist doch klar. Oh, der hat mich erwischt. Der war dumm, der hätte ich machen können. Das ist auch ein Schaden. Aber trotzdem. Nichtsdestotrotz, unter King of Fighters 15 Shack ein gutes Spiel, aber hat viele Probleme. Finde ich trotzdem. Kann ich nichts machen. Trotzdem, Guilty Gear Strive, ein fantastisches Spiel. Wenn es Klick gemacht hat, oh mein Gott, dann geht's ab. Aber da muss man am Ball bleiben, weil das Spiel. Was? Das hat dann kommt ein bloßes Wasser. Das ist so bad guy. Double Confidence. So, Schaden. ja. Ich sag dir das Richtige immer. So dumm. Ja, tschüss, natürlich. Tschüss. Oh, doch nicht. Was? Der kann doch nicht so schnell machen. Doch. Nein, Griffe, das ist Blödsinn. Doch, Griffe sind die schnellsten hier. Nein. Das ist Dash vielleicht. Oder Mikrostep. Hab ich sogar erklärt, dass man das machen kann. Doch. Das tut einfach meine Regeln brechen, das ist Schwachsinn. Das Spiel erklärt dir, dass du mit Doppeldash nach vorne oder nach hinten sichere Frames haben kannst. Wie gesagt, John ist gut. Er ist saugut. Aber es war dumm. Interessant. Aber ja. So, 1-1, es geht um die Wurst. Oder um den Käse. Also ich werfe für eine Pizza. Pizza ist gut. Es geht um das Ganze. Ja, um die ganze Pizza. Hoffentlich.
Ich hab's noch gesehen. Komm rauskommen. Hab ich gewonnen? Jawohl! Ja! Wow! Come on! 1-1! Der Comeback. Sagte er, ihr beiden seid ja mehr drin als überhaupt. Kein Punish, und der Punish mich dann. Oh, Mann, ey. Das war nicht übel. Ja, das war gut. Ach. Ja, der zweite Hit. Alter, ich falle. Ha! Hitbox! Na, der Anker. Nirgendwo so schlimm wie hier. In keinem Guilty Gear. Nur hier. Ach, da sind wir schon weg. Ich bin weg. Oh, diese Reaktion. Oh, Mann, ey. Diese Reaktion. Das war gut. Kauf nur mal. Mach ich doch. Ja, richtig gute Reaktion, Junkyo. Drauf nur mal, sagt Yamato. So, hier Rudi, Prost auf euch. Kampai, Prost. Zeit dazwischen noch Zeit zu taunten. Was zur Hölle. Oh, oh, oh. Das ist mies, ja. Das ist hardcore. Vor meine Nase. Ich frag mich, warum der scheiß Panik rauskam, Alter. Der hat sowas von Folter gehabt. Aber nee, das ist nicht. Das Spiel sagt einfach nur nein. Er macht ja violetten Roman Cancel auch. Er hat da Vorteil. Trade, looking for the trade. Oh, es geht wieder ums Ganze. Um die ganze Lasagne. Ah, Lasagne ist immer gut. Lasagne ist gut. Müssen diese Lasagne Pepperoni drin, weil es geht voll ab. Ich werde Sahne dazu machen. Sahne ist gut. Oh! Oh! No! Comeback! Der Schaf! Oh, Schaf! Da ist auch Konter gewesen. Oh, oh, der Comeback! Der Comeback! Fehler! Oh, come on! Der Anker! Der fucking der Anker! Oh. Oh. Und bin ich drin? Ja, okay. Bist du dran? Kann ich noch mal kurz? Leute? Ja, klar. Genau, sagt, zwei Menschen sind jetzt da dran. Ja, mit. Komm, beobachten. Mit Angie. Mit du. Komm, ich beobachten. So, hier. Danke. Hm? Was für ein Windquizzer? Will keiner? Ja, das ist, ich habe ja halt ein bisschen defensiv hier. Ja, dann bin ich mal. Ich muss auch mal Glück haben im Leben, Leute. Was soll das? Yeah. Wieso Glück? Du kannst das Spiel. Der Sieg ist Mandarine. Ja. Ist gesünder. Genau. So. Mega Schmass. Glänzend nach Feinschliff. Hab doch weh gekriegt. Ja,
Ah. Das ist ein anderes Spiel. Ich mal wieder reinkommen. So, hier spielt jetzt natürlich Savage und Tenchi nicht viel am Wasser, auch wenn es da drauf steht. Und das wird wohl, ich spiele ihn auch gar nicht, den Mito. Weiter. Der Anji. Allerdings sind drei, es ist Anji, oder? Siehst du, kannst du es doch. Nee, da müssen wir ein paar Spartingsrunden auch machen, Tenchi. Oder dein Bruder muss dir mal helfen. Ja, also... Weil ich muss auch erstmal selber reinkommen. Genau. Eigentlich war ich ja schon mal mit ihm. Und das muss nur wieder abgerufen werden jetzt. Ach ja, der Countdown läuft. Ja, 10 Minuten. Bisschen länger. Ja, wir machen die letzten 3 Minuten wahrscheinlich nur Countdowns hier, oder? Oh ja. 15 Minuten. Ja, lass uns nochmal hier richtig rocken. Counter. Ja, lass die Schmetterlinge fliegen. Da muss ein Schutzschild machen. Ach so, Schutzschild gibt's ja auch. Ja. Ja. Hättest du noch Kraft dafür gehabt? Also, wo ist das Kampfspiel einfach nochmal, Beat'em Up Master? Es ist einfach. Aha. Sehe ich an Tenchi. Ja, das ist schon vielleicht einfacher als andere Guilty Gears, weil ich kam in Guilty Gear nie rein. Aber da scheine ich ein bisschen einfacher reinzukommen als die anderen. Ja, da bin ich bis heute nicht richtig drin bei den alten. Die checke ich noch weniger. Naja, die Grundpfeiler kennst du. Weil es ein sehr unik wäre, ne? Einzigartiger. Was? Das so hier ist auch einzigartig. So ein Kampfspiel gibt es auch kein zweites Mal, wie das hier. Ja gut, das ist ja gemischt von normalen Kampfspielen und was Könige hat, ne? Das gibt's nicht nochmal, was hier abgeht. Das gibt's nicht. Das war erklärt, oder? Das gibt's nicht. Oh, das ist lang. Ja, das trifft mich, weil Gründe. Fuß, Alter.
Ja! Das ist das geile Sachen. Sicher! Ride the Lightning! Ja, stimmt, Pandora. Es schneit ja schon draußen. Metallica, zweites Album. Ja, wenigstens kann ich, habe ich einmal durch hier. Ah! GDK ist nicht einfach, auch wenn er sagt, er kann das nicht. Das ist dumm. Das ist Blödsinn. Er kann das richtig gut. Wenn er will. Oh, zurückgegangen? Aha, interessant. Oh, der ist mit den Dreh machen. Kannst du aber gar nicht machen. Das ist nicht voll, ne? Das ist es so, ne? Jetzt kann ich machen. Tschüss. Oh! Also das ist nicht so schnell. Okay. Okay, Leute. Ich muss kurz mit den Hunden raus. Wir können jemand anders. 10 Minuten? Ja, noch 10 Minuten haben wir. So. Willst du noch gegen die anderen Leute, oder? Wie schaut's aus? Yeet! Was soll das heißen? Weggeworfen. Will der spielen? Na gut, dann mach ich jetzt. Ja, letzte 10 Minuten, Leute. Ja, es ist halt nicht DNF, wo die Kombos einfach sind. Da muss man die Kombos erstmal finden in Guilty Gear. Ah. Die muss man meistens auch selber finden. Die gibt es zwar bei GB-Kombos, aber es gibt bessere. Zeigen dir meistens nur eins oder zwei Kombos und das war's. Das Rest musst du machen. Mhm. Also Beispiel-Kombos, ne? Die haben aber weniger als die Trials für Surfer oder so. Trials, ne? Ja, Trials. Trials. Duel 1. Let's rock. Vulkanic Viper, Leute. So, wie viele Minuten haben wir noch? 8 Minuten. Countdown läuft, Leute. Slap!
zu kommen. Trophäe. Trophy Yellow Smiling hat Yamato. Achso. Das ist Gift dann, ne? Elbow. Sind wir halt nicht auf. Elbow. Yeah. Wash hands. So, letzten. Sivinonia. Dann haben wir das nächste Jahr für Kampfspiele eröffnet. Voltex. Ja, genau, Yamato, Countdown. 6 Minuten. 6 Minuten, Leute. Ja, das ist so die manche neue. Ja. Das ist auch knapp, die Kämpfe da. Aber jetzt spielt auch mal Kai. Macht er nicht so oft, glaube ich, oder? Nee, macht er nicht so oft. Eigentlich Nago. Immer lachen. Grand Flame. Bandits Revolver. Aber er spielt auch anders als ich. Jeder spielt anders. Das ist ja das Krasse, dass man die Charaktere variantenweise spielen kann. Das ist unfassbar. Also Salvation Tenchi hätte ich eher Giovanna empfohlen, weil die ist anfängerfreundlicher. So, 5 Minuten. Das ist die mit dem Hund. Die macht ja auch. 5 Minuten haben wir wieder die neue Welt auch Kampfsport für Kampfspiel erreicht. Ja, ich suche mir auch manchmal harte Charaktere aus, aber es müssen halt passen vom Gameplay, ne? Bis jetzt passt der vom Gameplay der mit dem Fächer für mich. Muss ich mich Angie. Halt nur ein bisschen reinsteigern, ne? Bisschen üben. Angie Mito ist ein sehr schwerer Charakter. Ja, aber ich komme mit seinem Gameplay eigentlich ziemlich klar. Naja. Du hast nicht einfach den zu meistern, ne? Nee. Das werde ich schon. Mit Gottes Hilfe werde ich schaffen. Es kommt drauf an, was du öfter spielst. Muss ja so ein Speer haben. Ja, das kommt irgendwann, wenn ich Kohle habe. Im Frühling. Counter. Ich glaube, für das Spiel werden wir kaum Zeit haben, weil, wie gesagt, Second Act, Spielkader 6. 4 Minuten, Leute. 4 Minuten. Aha. Ja, genau. Deswegen Frühling oder vielleicht Sommer oder Spätsommer. Mal gucken, wann ich es mir hole. Aber Tekken 8 auf jeden Fall früher. Vielleicht im Februar oder Ende Januar, je nachdem. Wie gesagt, Netgames, Leute. Netgames. Kann ich empfehlen. Ja, Netgames. Kostet halt 5 Euro Versand, aber das lohnt sich. Ist das netgames.com oder die DE, ne? DE. Haben leider auch nur ein Haus, aber dafür. Ja. Wie gesagt, günstiger kriegst du Spiele zurzeit nirgendwo. Sehr schön. 2 Minuten. Also können wir die Sekunden runterziehen. Hast du sowas? Mal 10? Nee. Eine Uhr. Ja.
Ah ja, okay. Ja, Leute, ich werd kurz nach Neujahr kommen, weil ich muss dann kurz jemanden beglückwünschen. Deswegen, ich werde da... Ja, das ist was man im ersten Jahr macht, ne? Naja, ich werde ja dann gleich wiederkommen. Ja, wir bestimmt auch, unsere Eltern vielleicht. Genau. Und in unserem Dorf im Kaff rausschauen aus den Fenstern, ob da Knaller alles bunt sind. Ah, ja, glaub schon, vorher den Hälfte verballert schon. Eine Minute. Letzte Minute des Kampfspiels für 2023. Für die letzte geht gleich los. Und. Also, es ist noch nicht gleich. Okay, ein paar Sekunden haben wir noch. Ab. Jetzt. Die letzte Minute. Ja, letzte Minute für Gönigern, kann man sagen. Dann werden wir den Schalt sehen. Ja, die ist genau. Gehen wir nach der. Ah! So, 30 Sekunden fast, 40 Sekunden. Klein schon noch immer. Ja. Okay, Leute, ich komme dann gleich. Ich bin 30 dann erst Sekunden. Mal weg. 20 Sekunden. 20 Sekunden, Leute. 15 Sekunden! Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perfektes Timing! Ein gesundes neues Jahr! Und was spielen wir dieses Jahr als erstes? Königin Seif! Ja, so kannst du gehen. Jetzt brennt alles. Naja, hier sieht man nichts. Auf der anderen Seite. Ja, andere Seite. Ja. Ah, okay, dann Entschuldigung, wir sind hier gerade. Oh, noch mal da. Ja, ihr könnt ja weiterspielen. Ja. Los geht's. Das sind nur 10 Minuten da. Ah, so Leute, frohes Neues. Sind die weg? Und die ballern hier noch. Was ist los? Oh Mann. Ja, meine Damen und Herren, die ballern hier noch, aber ich wünsche euch noch ein frohes Neues 2024. Wow.
Na, da hat der John noch mal gewonnen. Die hören nicht auf. Die hören einfach nicht auf. Let's rock!
Hey, wir feiern noch. Hey, endlich mal. Frohes Neues, Leute. Ja, frohes Neues. Aber ich komme trotzdem gleich wieder. Wir machen noch was. Achso, ja, ich verabschiede mich schon mal. Okay, du hast zu tun. Dann viel Spaß, naja, was du vorhast in diesem Jahr. Ich will Ruhe haben ein bisschen, aber ja. Ja, genau. Also, verabschieden wir offiziell. Ja. Aber wir machen noch ein bisschen weiter, wir werden sehen, ne? Ja, ihr könnt noch weitermachen, ja. Genau. Ja. Wir machen nur kurz Pause, ne? Alles klar. Okay, Leute, das wär's dann von mir aus, aber wenn ich jetzt rausgehe, dann wird der Raum geschlossen, deswegen. Achso, dann muss man so lassen halt, ne? Ja. Alles klar, okay. Leute. Das wär's dann für die Silvester-Session von meiner Seite aus. Was bei dem Mapmaster passiert und so, bleibt dran. Jedenfalls, ja, das war jetzt eine spontane Silvester-Session. Genau. Raphael hackt mich hier zu Tode. Ja, auf jeden Fall, ja. Ich halt, ja, wenn ihr dieses Video guckt, sind wir ja schon im Jahr 2024 angekommen. Alles klar. Und dann schauen wir mal, was dieses Jahr uns noch bringen wird. Und alles klar. Ich sage mal vielen Dank allen Namen von Xero, von Salvation Tenchi, Jonky oder Hunter und Beat'em Up Master, diese Session hier zum Ende des Jahres ins 2024 reingegangen sind. Und ja, ich würde sagen, ich bin die Kate des Game Stage 5 und wir sehen und hören uns wieder, wenn es wieder heißt, wenn wir uns wieder in die Fresse kloppen oder was auch immer. Genau. Bye bye. Und wir sind Beat'em Up Master und Salvation Tenchi. Wir wünschen euch ein schönes neues Jahr. Genau.